Also das war alles so freundlich, fand ich. Und ich kannte, das war auch so vertraut, weil die Grundschule war eigentlich fast, also war ziemlich ähnlich. Und ich fand es einfach generell hier freundlich. Also ich fand toll, dass hier 5. und 6. oder ich weiß nicht, hier standen und erklärt haben, wie das so jetzt läuft, weil die auch noch nicht so lange hier waren. Und ich fand das, was die erzählt haben, war ganz gut. Als ich das erste Mal zum Beispiel meine Keyboard-Stunde hatte, da war ich halt total aufgeregt. Und in der Musical-AG fand ich es dann auch toll, dann einfach zu singen, und das war ja, der erste Schultag, weil es war halt, ich bin mit 2 Freunden hierher gekommen und musste mich halt erstmal auch zurechtfinden und gucken, wo ist was und was kann ich hier machen. Und das war schon cool. Also ich finde hier auf jeden Fall besonders toll, dass es eine Sportklasse gibt. Und die Schule ist auch sehr musikalisch. Das finde ich auch toll, weil ich finde, Musik ist eine sehr schöne Sache. Also das ist schön. Ich war einfach nur beeindruckt von der Atmosphäre hier, wie wir hier eingeführt worden sind. Die Lehrer, die haben uns direkt geholfen, direkt an die Hand gepackt. Und ich hatte keine Probleme, mich einzufinden. Der Übergang von der Grundschule zur 5. war eigentlich alles perfekt. Und ja, meine Erwartungen wurden erfüllt und ich bin zufrieden, sonst wäre ich nicht immer noch hier. Ja, also ich war ja hier beim Tag der offenen Tür und da waren die Leute auf jeden Fall auch voll nett und haben auch direkt einen angesprochen. Also ich wurde direkt hier durch die Schule geführt und waren auf jeden Fall alles sehr nette Leute und auch die Lehrer haben auf mich sehr guten Eindruck gemacht. Das ist schon ein bisschen schwieriger und wir kriegen auch manchmal also mehr Hausaufgaben als hier auf der Grundschule. Aber trotzdem macht er Spaß, weil es sind auch manchmal halt schwierigere Sachen, die fordern einen dann so. Ich finde hier das Engagement sehr wichtig. Also das ist sehr groß hier an der Schule. Und die Lehrer, die helfen einem immer. Also wenn man irgendwie Hilfe braucht, dann sind die immer da. Also wir haben ja verschiedene Taktiken, sag ich mal. Also halt auch so, dass man halt auch belehrt wird, wie man lernen soll. Ich finde die Flexibilität an unserer Schule sehr bemerkenswert. Wir haben sehr viele unterschiedliche Kurse. Wir haben sehr viele kreative Kurse. Kurse, wo man sich selber engagieren kann. Ich habe mich fürs CVO entschieden, weil ich die Lehrer sehr nett fand. Und ich fand die AGs toll und dass man hier halt auch einfach tolle Instrumente lernen kann. Weil die Leute mega nett sind und es coole Projekte gibt, wie zum Beispiel den Tag für Afrika. Ja, und einfach, es macht auch Spaß und es ist eine vielfältige Schule. Ich würde vor allem Grundschülern empfehlen, weil es hier einfach sehr viele Programme gibt, gerade Musik. Programme mit Instrumenten spielen und gerade auch die Sportprogramme. Und ebenfalls ist es eine gute Vorbereitung auf die Oberstufe. Und gerade wenn es dann um die Oberstufe geht, gibt es ja einfach so viele Profile. Und ja, hier gibt es für jeden was.